Abend. Wir begrüßen ganz herzlich in unseren Reihen den Landesrabbiner William Wolf und Kaspar Köpke, der Kameramann und Ehemann von Frau Wauer. Sie heißt tatsächlich Wauer, nicht Bauer. Manche, glaube ich, haben das auch falsch verstanden. Ich fange erstmal mit dem Film an. So hatten wir uns am Anfang geeinigt, dass wir erst ein paar Sätze noch, weil Britta Wauer kann heute nicht da sein. Sie liegt im Krankenhaus. Wir wünschen uns von hier aus alles Gute. Meine erste Frage ist im Grunde genommen, dieser Film ist eine Liebeserklärung. Ist man da auch ein Stück weit eifersüchtig? Naja, man wünscht sich, dass man in dem Alter noch genauso fröhlich durchs Leben geht und so fit ist, aber nein, eifersüchtig ist man sonst nicht. Man ist dankbar, wenn man einen Hauptdarsteller hat, der einen so nah ranlässt und zumindest hat er es nie gezeigt, genervt zu sein von der Kamera oder so, wenn man über Jahre immer mit der Kamera hinter einem herrennt. Mich würde es vielleicht ein bisschen mehr stören, aber Herr Wolf hat es wunderbar gemacht, denke ich. Ich habe einen Brief, wird da vorgelesen, da erscheint kurz ein Datum, das ist das Jahr 2014. In welcher Zeit ist dieser Film eigentlich gedreht worden? Wir haben angefangen zu drehen, meine ich, im Juni 2012 und dann waren das dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Britta Wauer hat ja mehrere Filme über das Thema Judentum gedreht, einen, den wir hier auch mit der Heinrich-Böll-Stiftung, ist ja vorhin auch erwähnt worden, Im Himmel unter der Erde. Ein Film, der übrigens Weißensee heißen sollte, weil es um den jüdischen Friedhof Weißensee geht, aber die Serie war schon in Planung, die viele von Ihnen gesehen haben und deswegen ist dieser Name dafür nicht verwendet worden. Was ist die Motivation gewesen von Britta Wauer, sich derartig in dieses Thema auch reinzuarbeiten? Ich glaube, das sind mehrere Gründe. Also einmal gab es wohl so ein Grundinteresse, weil sie ist in Ost-Berlin aufgewachsen, im ehemaligen Scheunenviertel. Und sie hat da in ihrer gesamten Schulzeit niemals einen Juden kennengelernt und hat aber irgendwann, ich weiß nicht, im Geschichtsunterricht, wo auch immer, halt mitbekommen, ach, das war ja mal ein jüdisches Viertel. Komisch, warum habe ich noch niemanden kennengelernt? Und das wurde in der Schule dort irgendwie nicht groß behandelt und dann war, glaube ich, so ein Grundinteresse da, wo sind sie denn oder was war denn hier? Und dann kommt man, glaube ich, im Berufsleben irgendwann auch von einem zum nächsten. Jetzt ist man so ein bisschen schon, ja, nicht Fachmann, aber natürlich wird sie auch gerne gefragt, solche Themen zu machen. In dem Fall war das so, dass der Herr Wolf war ja schon im letzten Film zu sehen und war halt beim Publikum so gut angekommen, dass wir so viele Nachfragen bekommen haben und so weiter, dass der Fernsehsender sie praktisch überredet hat, den Film jetzt schnell anzufangen, wegen dem jugendlichen Alter. Und so kam es dann zu diesem Film. In einer Szene ist zu sehen, William Wolf, Sie haben dort eine Ausstellung sich angeguckt und finden, dass ein Plakat nicht richtig hängt und greifen sofort zu, um dieses Plakat umzuhängen. Die Frage geht noch an Sie, bevor wir zu Ihnen kommen. Wie ist das praktisch gelaufen, wenn ein solcher Film gemacht wird? Wie arbeitet man da zusammen? Wie wurde entschieden, welche Szenen, es ist ja auch eine sehr intime Szene mit dabei, welche Szenen kommen mit in diesen Film oder welche fliegen raus? Wie ist da der Prozess? Na, das ist der Prozess, in dem ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht involviert bin. Das macht die Regisseurin zusammen mit dem Cutter. Das ist auch bei allen immer ein bisschen anders, aber bei Britta ist es so, dass sie das bestimmt. Und das ist die schwierigste Aufgabe bei der Erstellung von so einem Film, weil es gibt ungefähr 120 Mal so viel Material, wie der Film zeigt. Also kann man sich vorstellen, wenn man 120 Minuten hat, Film kommt davon eine Minute rein. Und so ist die Qual der Wahl groß und dann fängt man an und irgendwie muss es eine Dramaturgie kriegen und irgendwie muss es unterhaltsam sein und so. Das ist der längste, das hat 10 Monate ungefähr gedauert. Für mich natürlich die Frage, gibt es für Sie eine Lieblingsszene, wo Sie sagen, das ist für mich die zentrale Szene dieses Films? Oder gibt es die für Britta Wauer? Schwierig zu sagen. Ich hoffe, dass so in der Gesamtcollage das rüberkommt, diese, ich weiß nicht, diese Leichtigkeit und diese lebensbejahende Art von Herrn Wolf durchs Leben zu gehen. Und so waren auch die Dreharbeiten, muss ich sagen. Weitestgehend war das
war das eine schöne, sehr schöne Zeit zusammen. Wir waren sehr viel, also mehrmals in Israel und in England. Eine Sache zum Beispiel, dieses Pferderennen setzt sich zusammen. Ich war, glaube ich, dreimal in Ascot. Das erste Mal haben wir ihn gleich am Eingang irgendwo verloren, weil wir keine Karten hatten für diese Royal Enclosure. Weg war er, kein Handy, nichts. Ich weiß nicht, 80.000 Menschen. Tschüss. Wieder abgereist. Aber nach 3 Jahren hatten wir es dann. Ich habe es in einem Interview von Britta Wauer zu diesem Film auch gelesen. Es geht um diese Szene, ich glaube in Windsor, um das Weihnachtssingen. Und beim Weihnachtssingen, kommt leider nicht vor im Film, muss aber wohl sehr beeindruckend gewesen sein. Sie, Wilhelm Wolf, gehen regelmäßig zum Weihnachtslieder singen, zum christlichen Weihnachtslieder singen. Das ist für Sie offensichtlich ein ganz wichtiger Punkt im Jahr. Ja, ist eins meiner Höhepunkte im Jahr. Und es hat einfach so angefangen, es wurde immer am Radio gespielt und eines Tages, und es kam aus Cambridge, wo ein wunderbarer College-Kirche, wirklich ein Juwel der europäischen Architektur ist. Und da wollte ich dann unbedingt mal hin, aber musste sich schon morgens anstellen. Und ich habe dann in der örtlichen Zeitung dicht bei Windsor gearbeitet und mein Chef, wie ich mich verabschiedet habe für die Weihnachtswoche und Neujahrswoche und so, hat er gesagt, was hast du vor? Dann habe ich gesagt, na, ich hoffe, vielleicht mich da um 8 Uhr morgens mal anzustellen, um das auch mal zu hören, richtig, um nochmal da zu sein und nicht nur am Radio zu hören. Hat er gesagt, warum willst du nach Cambridge fahren? Das ist bei uns in Windsor genauso schön oder noch schöner. Wollte aber eigentlich nach Cambridge, aber ich wusste, er wird mich fragen, warst du in Windsor oder warst du in Cambridge? Und dann habe ich mich leider nicht getraut zu sagen, ich war in Cambridge. Und habe gesagt, ich war dann in Windsor. Und es war wunderschön. Aber wie dann das nächste Jahr kam, und zwar wieder die Frage, wo gehst du hin, hat mein Chef gesagt, also wenn du wirklich wieder nach Windsor gehst, dann komme ich mit. Und so war das dann nach ein oder zweimal eine jährliche Tradition. Und es geht bis heute noch weiter. Meine erste Frau ist gestorben, dann ist er gestorben und jetzt kommt die zweite Frau mit mir immer mit. Und sie versichert mich jedes Jahr, dass sie überhaupt nicht religiös ist, aber das würde sie nie, da würde sie immer hinwollen. Und so gehen wir immer jedes Jahr noch zusammen. Ja. Ist etwas ungewöhnlich für einen Rabbiner, aber doch sehr schön. Und ich gehöre eben auch der allgemeinen Gesellschaft an. Und obwohl ich sehr gerne in meiner jüdischen Gesellschaft bin, bin ich aber auch habe einen Anteil an der allgemeinen Gesellschaft. Und dafür bin ich auch ungeheuer dankbar und bedeutet mir sehr, sehr viel. Ein Film über sich selbst zu sehen, ist was sehr Besonderes. Ich glaube, nur ganz wenige Menschen erleben das in ihrem Leben, dass ein solcher Film über einen gemacht wird. Sind Sie mit diesem Film zufrieden? Gefällt Ihnen dieser Film? Und was löst es bei Ihnen aus? Ja, also ich finde, Frau Wauer ist eine wunderbare Filmmacherin und ist für mich eine große Ehre, aber auch eine große Freude, mitgemacht zu haben. Und ja, und bis jetzt habe ich mich noch nie dabei gelangweilt. Ich glaube, das geht den meisten hier so. Wir haben bei einer anderen Gelegenheit mal miteinander gesprochen und wir sind auf das Thema Anne Frank gekommen. Ja. Und wir hatten vorher auch gesagt, vielleicht sprechen wir das nochmal an, um auch deutlich zu machen, dass Sie wirklich eine Person der Zeitgeschichte sind, aus welcher Zeit Sie sozusagen da herauskommen. Sie sind 1927 geboren, Anne Frank ist 1929 geboren und Sie haben eigentlich fast parallel mit ihr gelebt in Amsterdam. Ja, aber wir haben vielleicht 5 oder 7 Minuten voneinander entfernt gelebt, aber haben sie nie persönlich gekannt. Und glaube ich aus zweierlei Gründen, also Anne war 2 Jahre jünger als mein Zwilling und ich und ist auf einer anderen Schule, auch in derselben Gegend, aber da gab es mehrere Schulen und Anne ist dann auf eine Schule, die um die Ecke war, gegangen und sie dann ist die Frank-Gemeinde, ist eine
zu Feiertagen in eine liberale Synagoge gegangen. Mein Vater war orthodox und wir sind in die orthodoxe Synagoge gegangen. So haben wir uns niemals getroffen oder auch niemals kennengelernt. Was mir bis heute noch sehr leid tut, aber naja, so war es. Mit über 50 Jahren. Da will ich eigentlich nur noch eins dazu bemerken. Ich meine, das Haus, was jetzt als Anne-Frank-Haus bekannt ist, dass die Frank-Familie dort nicht gewohnt hat. Sie haben im Süden von Amsterdam gewohnt, wo die meisten deutsch-jüdischen Flüchtlinge gewohnt haben. Merwedeplein Nummer 7. Aber da ist keine Notiz dran am Haus. Die Leute, die jetzt da wohnen, wollen nicht die ständigen Besucher dort haben, aber da haben die Franks gewohnt, hat Anne gewohnt und ist auch da um die Ecke zur Schule gegangen. Aber jetzt ist eben das Haus, wo sie versteckt waren, aber niemals als freie Menschen gewohnt haben, ist eben bekannt, dass als Anne-Frank-Haus und um 8 Uhr früh schon immer lange Schlangen, die da jeden Tag es besuchen. Was für ein Mädchen von 12, 13, 14, 15 Jahren, eine ungeheure Errungenschaft ist, meines Erachtens. Mit über 50 Jahren haben Sie die Entscheidung getroffen, Rabbiner zu werden. Und Sie sagen im Film, dass das Ihnen, geht ja mehrfach um das Thema, einmal die, dass Sie das schon sehr jung gesagt haben, ich will Journalist werden. Sie waren ein sehr erfolgreicher Journalist, wird ja auch im Film sehr deutlich. Und dann später wollten Sie auch Rabbiner werden, beides sozusagen zugleich. Sie haben beides in Ihrem Leben erfüllt, aber mit 50 die Entscheidung getroffen und sagen, Sie sind aufgewacht morgens und wussten, ich will jetzt damit anfangen. Gab es da irgendwelche Situationen davor oder ist es wirklich die Entscheidung, morgens aufzuwachen und zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, damit beginne ich? Ja, ich bin eines Morgens aufgewacht und habe entschieden, das machst du noch. Punkt. Dann habe ich es eben noch gemacht. Und dann hatte ich ein wichtiger Umstände, die dazu beigetragen haben, ist, dass ich eben auch erst etwas spät das liberale Judentum entdeckt habe. Ich bin orthodox aufgewachsen, aber die Orthodoxie ist sehr fundamentalistisch. Und das war mir dann intellektuell nicht mehr akzeptabel und habe dann erst später das liberale und viel offenere Judentum kennengelernt. Kam auch noch dazu, wie ich 16, 17, 18 war, ist die Eltern meiner ist auseinandergegangen. Meine Mutter hat dann mehrere Jahre mit einem anderen Mann zusammengelebt, ehe sie frei war, ihn zu heiraten. Und all das wäre nicht in der Orthodoxie akzeptabel gewesen. Also ich hätte Schwierigkeiten gehabt, auf ein Orthodox-Seminar aufgenommen zu werden. Und dann war eben auch die Notwendigkeit, Geld zu verdienen. So wurde ich dann eben Journalist. Und das ist eins der großen Unterschiede zwischen England damals und Deutschland damals und heute. Man braucht, um Journalist zu werden, keine Ausbildung haben. Man ist zu einer örtlichen Provinz Wochenschrift gegangen und nach ein paar Wochen war es dem Chef dort klar, ja, dieser junge Mann oder die junge Frau, mit der oder mit dem können wir was machen, der lässt sich ausbilden und mit anderen eben nicht. Aber ich habe eben das Glück gehabt, einer zu sein, wo mein Chef sich entschieden hat, mit mir kann er noch was anfangen. Und das hat er dann auch. Ich hatte das schon ein oder zwei Jahre her, ging es um die Verabschiedung eines Personalrates bei den Stadtwerken in Rostock. Und ich habe da 2, 3 Sätze gesagt. Und was mir einfiel, weil ich das natürlich schwierig fand, in den Ruhestand zu gehen, habe ich gesagt, ich kenne im Grunde genommen 3 Leute. Das eine ist unser Bundespräsident, der auch relativ spät angefangen hat, Bundespräsident zu sein. Auch einer der ältesten Bundespräsidenten ist, die wir hatten. Ich habe an den Papst gedacht, aber einer, der alles toppte, das ist unser Landesrabbiner, habe ich erzählt, weil er noch deutlich älter ist. Dieser Film sagt ja im Grunde... Wollen wir nicht übertreiben, ich war etwas älter als der Papst. Dieser Film erzählt ja auch was über den Mut zum Altwerden, finde ich. Ich glaube, das wird ganz viele Menschen auch beschäftigen. Und es kommt ja auch eine sehr schwierige Szene in diesem Film vor, wo sie registrieren, dass die Gemeinde sagt, er sollte jetzt auch den ehrenvollen Ruhestand sozusagen wählen. Ist für Sie da eine gute Lösung gefunden worden? Im Film wird das ja auch gesagt. Ist das so?
dass Sie gesagt haben, so konnte ich im Guten gehen, jetzt bin ich Landesrabbiner, ehrenhalber. Sie können jetzt in aller Freiheit all das tun, was Sie vorher auch getan haben. Ja, aber eigentlich war ich sehr gerne angestellt. Hat meinem Leben eine Disziplin gegeben. Ich musste um gewisse Zeit aufstehen, denn ich musste pünktlich um 10, bei mir pünktlich war es akademische Pünktlichkeit, um 21:15 im Büro sein. Ich war, und das hat meinem Leben eine Disziplin, aber auch eine gewisse Zeiteinteilung und all das gegeben. Und das hat mir gut getan und habe ich auch nötig gehabt. Ja. Also ich konnte nicht stundenlang noch im Bett rumliegen, musste aufstehen, musste zeitig da und da sein. Ja. Und das hat mir sehr, sehr gut getan und das vermisse ich jetzt augenblicklich. Ja. Gewisse Disziplin ist bei mir eben nötig. Jetzt ist ja so ein bisschen die dritte Periode angebrochen, die des Filmstars, sage ich jetzt mal so. Sie reisen mit diesem Film ja durch die Kinos. Ist das eine richtige Aufgabe jeden Abend oder wie muss man sich das vorstellen? Wie oft passiert es, dass dieser Film irgendwo gezeigt wird? Ich mache es furchtbar gerne, ja, und mache mir viel Spaß. Und ich hoffe, es hat Ihnen heute Abend auch Spaß gemacht, das zu sehen. Sie haben das ja mitgekriegt, wir machen heute sogar Public Viewing. Das heißt, in einem zweiten Kinosaal hier entfernt davon sehen Leute jetzt auch diese kleine Diskussionsrunde, haben auch den Film vorher gesehen. Sie haben jetzt die Möglichkeiten, etwas zu sagen oder Fragen zu stellen. Wir haben auch die Möglichkeit, den Menschen eingeräumt, die jetzt heute nicht hier in diesem Saal sein können, sich per E-Mail, per SMS, man kann also dort auch die Fragen stellen und wenn hier welche reinkommen, werden sie auch gestellt. Also Sie haben jetzt die Möglichkeit, an unseren Landesrabbiner eine Frage zu stellen, aber eben auch an Kaspar Köpke. Gibt es schon erste Wortmeldung? Kaspar vertritt seine Frau heute Abend. Ich kann nur eins bemerken, die Frau ist doch etwas schöner als Kaspar. Keine Beleidigung, Kaspar. So, hier kommt schon was. Genau, vielleicht eine Frage von mir. Ich war vor ein paar Jahren auch mal beim Gottesdienst bei Ihnen, ich glaube zum 9. November, glaube ich. Und ich war sehr beeindruckt, wie Sie den Gottesdienst auch auf Russisch abgehalten haben. Man hat das ja auch kurz gesehen, Ihre Russisch-Lernphasen jede Woche, donnerstags, 8 Uhr. Wie schwierig ist Ihnen das gefallen, noch die Sprache zu lernen? Genau, in dem fortgeschrittenen, noch nicht ganz, aber in dem Alter. Russische Sprache nochmal zu lernen, in einem solchen Alter nochmal eine neue Sprache zu lernen. So, ja, ich habe mein erstes russisches Examen in England mit 30 Jahren abgelegt. Also es war nicht ganz, ganz neu, nicht wahr? Aber hier musste ich dann doch etwas mehr lernen. Und bin jede Woche eine russische Stunde gegangen bei Frau Korneva. Das hat mir viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich habe auch etwas gelernt und dass das auch zum Gemeindeleben beigetragen hat. Eine Geschichte, die ich gehört habe von Ihnen. Sie hatten mehrere Stürze. Hat sie gestimmt oder nicht? Ja, das werden wir ja gleich rauskriegen. Sie hatten mehrere Stürze. Sind gestürzt auf der Straße. Yeah. Können Sie sich noch flach erinnern? Ja. Und die nur Geschichte, einmal. Ja, hat genügt. Okay. Ja. Die Geschichte dazu war, warum fährt der Landesrabbiner nicht vom Rostocker Hauptbahnhof zu seiner Gemeinde mit dem Taxi? Warum läuft er diese Strecke in seinem Alter? Kennen Sie noch die Antwort, die Sie mir gegeben haben? Ich weiß war, eigentlich nicht. Ja. Nein, also es waren ich meine, die Taxifahrer, so weit, so es waren die Taxifahrer, die ihnen so leid taten. Ja. Weil ja, sie gesagt haben, die jüdische Gemeinde ist so dicht am Hauptbahnhof und die müssen so lange warten, da laufe ich lieber. Ja. Habe ich einfach gemacht, wie ich das Gefühl am Tag gemacht habe. Manchmal bin ich gefahren, manchmal bin ich gelaufen. Ja. Manchmal habe ich gedacht, brauchst du auch ein bisschen Bewegung, lauf die 20 Minuten, nicht wahr? Andere Zeit habe ich, genügt mir, ich steige in den Taxi rein. Ja. Und so war das. Also eigentlich war kein Prinzip dabei, im Spiel, es war völlig willkürlich. Die Frage, die ich vorhin auch gestellt hatte, wie der Film sich zusammensetzt, welche Szenen aufgenommen wurden oder nicht. Haben Sie an diesem Film so mitwirken können, dass Sie gesagt haben, na, das finde ich jetzt kritisch, diese Szene würde ich eher rausnehmen wollen? Oder wie stark sind Sie einbezogen worden?
Nein, also der Film ist von Frau Bauer konzipiert und produziert worden und ich habe eben gemacht, was von mir verlangt wurde. Ich bin manchmal, aber nur manchmal, ganz gehorsam. Ein sehr gelungener Film. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja, ich wollte nur fragen, im Film haben Sie gesagt, ich mache nur noch ein oder schreibe nur noch ein Buch, wenn ich einen Verlag finde. Haben Sie diesen Verlag schon gefunden, der Sie beauftragt hat? Es geht um die Frage, schreiben Sie jetzt ein Buch? Haben Sie einen Verlag gefunden? Ja, ja. Verlag noch nicht, aber Computer arbeitet ganz gut. Ein Kapitel ist schon fertig und ich hoffe jetzt, wenn ich zurückkomme, an weiteren zu arbeiten. Habe auch schon Zugang zu einer besonderen Bibliothek in London und hoffe, nächste Woche anzufangen, mehr Material zu sammeln und doch ein paar Kapitel festzukriegen und dann sehen, ob ein Verleger daran interessiert ist. Aber ich bin sehr entschlossen, es wenigstens zu versuchen. So, hier eine weitere Frage. Ja, ich habe eine Frage an den Kameramann. Ich war immer beeindruckt von diesen Aufnahmen aus den Autos heraus, insbesondere natürlich auf der Schlaglochstraße. Wie ist es da zu filmen und auch dem Nachbarn auf der Bank ja doch relativ eng auf die Pelle zu rücken? Für mich ist es ganz normal. Man gewöhnt sich daran. Für mich ist es ja ein Arbeits-, sozusagen Alltag. Ich glaube, bei so einem Film liegt das einfach daran, dass man Leute ja auch so lange begleitet und dann auch irgendwann nicht mehr so auffällt. Und wenn man ja jemanden ein paar Stunden zu ignorieren, kann man jemanden, aber irgendwann muss man einen, glaube ich, ignorieren. Wenn man so lange dranbleibt, dann geht es. Ja, es gibt ganz viele Szenen, an die ich immer denke, jetzt wenn ich das Endergebnis hier sehe, die halt nicht drin sind, aber so ist das immer, das gehört dazu. Das macht jetzt keinen Sinn, die Geschichten zu erzählen. Aber ja, es ist immer eine lange Reise und am Ende bleiben halt nur 90 Minuten übrig. Ich würde gerne nochmal auf das Buch zurückkommen. Worüber schreiben Sie genau? Was wird der Inhalt dieses Buches sein? Also eins, das ich angefangen habe und weitermachen will und fertig machen will, ist über mutige Frauen. Und ein Kapitel habe ich schon über meine Mutter geschrieben, ist auch schon veröffentlicht worden in einer kleinen Zeitung, das Verein der jüdischen Flüchtlinge in London herausgibt. Das habe ich schon und ich bin jetzt dabei, an anderen zu arbeiten. Eine große Frage, die bei mir noch offen ist, ob ich Frau Thatcher reinbringe oder nicht. Denn meines Erachtens hat sie in gewissen Situationen sehr großen Mut gezeigt, aber sie ist trotzdem, in England hat sie ihre Anhänger, aber ist in großen Teilen der Bevölkerung auch sehr unbeliebt und bleibt immer noch so. Und da ist die Frage, ob, wenn ich sie hereinbringe, ob das dem Buch schaden wird oder nicht. Und dessen bin ich mir noch nicht ganz klar. Wenn ich vielleicht noch etwas zu Frau Thatcher sagen darf, also ich war eben noch politischer Journalist und für eine englische Sonntagszeitung. Das bedeutete, dass wir, die für die Sonntagszeitung geschrieben haben, jeden Freitag Nachmittag um 4 Uhr in der Downing Street waren im Pressebüro. Und da hat der Pressechef uns gewisse Mitteilungen gemacht, die nur für uns in Sonntagszeitungen waren und so weiter und so weiter. Das war alles sehr schön. Und ein- oder zweimal im Jahr hat er uns rauf auf die erste Etage in ihr Büro genommen und haben wir auch eine Stunde mit ihr verbracht. Und an eins kann ich mich ungeheuer gut erinnern. Da haben die Bergarbeiter in England ein ganzes Jahr lang gestreikt und haben von der Gewerkschaft keinen Lebensunterhalt bezahlt bekommen. Und bis nach einem Jahr haben die Frauen der Bergarbeiter gesagt, jetzt genügt es, wir brauchen
mehr Essen für die Kinder und neue Kleidung und so weiter. Er müsste zurück zur Arbeit und dann sind sie auch innerhalb 2 Wochen war das vorbei. Aber gegen Ende des Streiks, der Streik war noch da und hatte schon 11 oder beinahe 12 Monate gedauert, waren wir auch Freitag Nachmittag bei ihr oben im Büro und da habe ich sie gefragt und es war von mir aus keine feindliche Frage, aber ich wollte wissen, wie sie darüber denkt, warum sie meint, dass die Bergarbeiter es so lange ausgehalten haben. Und sie hatte sofort als einen Angriff auf sie betrachtet und kam der Finger raus und habe ich einen Vortrag gehalten, warum sie und die Regierung den Bergarbeitern nicht nachgeben konnten. Nicht wahr? Und zwar meines Erachtens völlig unmöglich, unnötig. Ich wollte nur wissen, wie sie darüber denkt. Und ich hatte eigentlich eine Predigt über, wer Recht oder nicht Recht hatte, hatte ich eigentlich nicht nötig, aber habe ich eben von ihr bekommen. Da schließt sich für mich gleich die Frage an, beim Pressespiegel aus dem Jahr, ich glaube 1977, wenn ich das richtig gesehen habe, oder noch ein bisschen früher, glaube ich sogar, 74, 71 sogar, da werden Sie wird kurz erklärt, woher Sie kommen, Daily Mirror, und dass Sie ein eher rechter Journalist innerhalb der linken Zeitung sind. Wie sind Sie auf diese Definition gekommen? Stimmt das so aus Ihrer Sicht heute noch? Ja, also ich bin nicht mehr so sehr engagiert in der Politik. Ganz besonders bin ich kein Bewunderer oder Anhänger von Herrn Cameron. Er ist, wie Menschen aus seiner Gesellschaftsschicht in England und von seiner Elite-Schule, er ist einerseits sehr höflich und andererseits ungeheuer arrogant. Das bewundere ich nicht besonders. Also bin ich mir noch nicht ganz klar, ob ich das nächste Mal für Sie wählen will oder lieber jemand anders. Möglicherweise lieber jemand anders. Und meines Erachtens versteht er Europa überhaupt nicht und seine Europapolitik ist völlig, völlig unsinnig. Und es ist Zeit, dass jemand in der englischen Regierung aufwacht und sich wieder dessen bewusst ist, dass England ein Teil von Europa ist und das europäische Schicksal immer, aber auch immer geteilt hat und davon nicht weg kann. Und es ist Zeit, dass jemand in der Regierung das versteht. Und weil Herr Cameron es eben nicht versteht oder verstehen will, muss er meines Erachtens irgendwann schnell, auf Englisch heißt es, den Tritt kriegen. Ich würde gerne den Tritt selber geben, aber das wird mir sehr wahrscheinlich nicht gegönnt werden. Hinten eine Wortmeldung, sonst Michael. Ja, wir haben ja vorhin gehört, dass Sie eine lange Tradition haben, im anglikanischen Weihnachtsgottesdienst zu singen und dem beizuwohnen. Und ich weiß ja auch, dass Sie in Ihrer Rostocker Zeit und in Ihrer Schweriner Zeit jeweils in den beiden interreligiösen Gesprächskreisen aktiv waren, in denen Juden und Christen verschiedener Konfessionen und Muslime zusammenarbeiten und sprechen. Jetzt kommen Sie aus London oder fahren nächste Woche wieder zurück. London hat seit wenigen Tagen einen, zum ersten Mal in einer europäischen Großstadt, einen Bürgermeister, der auch Muslim ist. Ist Ihnen das Thema des interreligiösen Dialogs, was ja ein sehr aktuelles ist, weiter wichtig? Spielt das eine Rolle jetzt noch? Interreligiöse Dialog, ja. Immer noch ein wichtiges Thema. Und jetzt der Londoner Bürgermeister, ja. Ist ja so Muslim. Ja, meines Erachtens wichtiger als jemals. Ja, und was ich über den neuen Oberbürgermeister in London gelesen habe, scheint mir ein ungeheuer sympathischer Mensch zu sein, aber auch die Lage zwischen den verschiedenen Konfessionen in London und den Menschen von verschiedener Herkunft in London sehr gut versteht. Und ich habe große Hoffnungen von ihm und ich glaube, dass ich nicht enttäuscht werde. Herr Wolf, mir ist eine Szene im Film sehr aufgefallen,
Das war, als Sie das Gedenken zur Pogromnacht, als Sie da eine Rede gehalten haben. Sie haben gesagt, Sie danken allen dafür, dass so etwas nicht mehr wieder vorkommen wird. Und ich habe mich doch etwas gewundert, dass Sie einen so sicheren Optimismus da gezeigt haben und wollte Sie eigentlich zu Ihrem Optimismus fragen. Das ist eine etwas provokative Frage vielleicht. Es geht auch um die Reichspogromnacht und Sie sprechen da in Schwerin und sagen, dass Sie sich sicher sind, dass sowas nicht wieder passieren kann in Deutschland. Ja. Sie fragt, warum sind Sie sich da so sicher? Bitte? Und woher der Optimismus allgemein kommt. Ach so. Also mein Optimismus kommt eben von meiner Kenntnis der Menschen, mit denen ich hier zu tun habe. Also ich bin völlig, völlig überzeugt, dass es hier in Deutschland nicht wieder passieren kann. Das ist meine völlige Überzeugung. Und dabei ist mir nichts in den meinen 13 Jahren hier als Landesrabbiner, mir nichts vorgekommen, was mir irgendein Zweifel da gegeben hat. Einmal, bin ich in Schwerin auf der Straße plötzlich angeschimpft, wurde mir irgendwas hinterhergerufen. Und da ist es ein ungeheures Vorteil, dass im gewissen Alter das Gehör nicht mehr ganz so scharf ist als zuvor. Also genau, was die Beleidigung war, weiß nicht, aber vom Tonfall wusste ich, sollte eine Beleidigung sein. Aber da ich nicht richtig verstanden habe, wie gesagt, es ist der große Vorteil des Alters, nicht wahr? Habe ich mir auch weiter keine Gedanken gemacht. Aber es ist nur einmal in 13 Jahren vorgekommen und damit werde ich fertig. Darf ich sprechen? Ja. Ja. Mein Name ist Schwester Birgit, Herr Rabbiner Wolf, wir kennen uns schon viele Jahre. Ich freue mich immer, dass ich Ihnen oft in Rostock begegnet bin. Ich habe jetzt eine Frage zu einer Szene im Film. Da geht es, glaube ich, um Ihre Nichte, die Sie fragt, wie das mit der Patientenverfügung ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der Film eigentlich noch viel hätte bringen können zu Ihren Antworten, aber meine Frage ist schon, Sie werden immer älter, wie stellen Sie sich einfach den Lebensabend weiterhin vor, so froh und so lebendig, oder kommt dann auch die Angst vor dem Tod und die Frage, was kommt nachher? Also, wie ich mich auf meinen Tod vorbereite, ist ganz einfach. Ich überlasse es Gott. Es ist sein Problem, nicht mein Problem. Herr Wolf, ich habe in Berlin. Es wird einem manchmal auch versprochen, dass man, was das Judentum die nächste Welt nennt, dass man dort diejenigen nochmal wieder trifft, die man hier auf Erden geliebt hat, und ich würde zu gerne nochmal mit meiner Mutter zusammen sein. Aber das Problem, das ich sehe, ist, was ist mit denjenigen, die ich hier auf Erde nicht geliebt habe? Muss ich die auch nochmal treffen? Was ist mit meinem elenden Schwager? War da noch eine Nachfrage? Oder? Ja. Herr Wolf, ich habe nochmal eine Frage. Ich habe in Berlin von jemandem gehört, dass Sie ein Lieblingsgetränk haben. Ich weiß nicht. Ein Lieblingsgetränk? Was trinken Sie? Nein, ach so. Eigentlich nicht. Also ich trinke gerne mal einen Mangosaft oder sowas. Alkohol vertrage ich nicht. Es ist also keine moralische Errungenschaft von mir, dass ich keinen Alkohol trinke. Aber das Alkohol mag mich nicht und so mag ich das Alkohol nicht. Also ich kriege sofort tagelang Kopfschmerzen und das lohnt sich einfach nicht. Und ich werde leider auch noch gesprächiger als normalerweise. Das kann ich mir auch nicht erlauben. So, noch eine Nachfrage? Oder? Darf ich noch eine Frage nachschieben? Was hat es mit den Plastiktüten auf sich? Im Film kommen Sie ganz häufig mit Plastiktüten vor. Warum so? Sozusagen. Ja, das bringt mir leider sehr viel Kritik von meinen Freunden, aber es ist einfach eine Sache von Bequemlichkeit. Ich gehe ohne Tüten weg und gehe einkaufen und plötzlich passt nicht alles mehr
unterm Arm oder in die Hände, also muss ich eine Plastiktüte haben. Aber wie gesagt, meine Freunde sind nicht sehr entzückt davon. Lieber Rabbi Wolf, eine Frage habe ich. Zu Ihrer Grundnahrung, wie ich gesehen habe, im Film gehören Tageszeitungen. Und da nehmen Sie ja jeden Tag fast die ganze Weltpresse mit nach Hause. Ich würde mich jetzt mal interessieren, aus Ihrer Sicht, wie Sie zur Zeit die aktuelle Lage von Israel sehen. Ich weiß, das kann länger dauern. Aber wenn Sie mit ein paar Worten mir mal sagen könnten, wie Sie, weil Sie ja Verwandte und alles in Jerusalem und in Israel haben, wie Sie die zurzeit aktuelle Lage Israels in der Welt sehen. Kurze Einschätzung von Israels Lage momentan in der Welt. So, ach wissen Sie, ich habe es mir zum Prinzip gemacht, dass ich über Nahostpolitik keine Kommentare gebe. Erstens verfolge ich sie nicht in jedem Detail. Also mein besonderes Interesse ist die englische Innenpolitik, weil ich mal jahrelang damit als Reporter zu tun hatte. Und ich habe eben keine engen Kontakte zur israelischen Politik. Es scheint mir manchmal, als ob Herr Netanyahu nicht ganz von der Weisheit begnadet ist. Aber dabei möchte ich es eben lassen. Hier vorne war noch eine Frage. Vielleicht für die anderen Menschen im Saal, die 2 Minuten verzögert sind, auch Sie haben gerne die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Wenn Sie einfach Julia Schneider die Frage mitteilen, dann werden wir die auch beantworten lassen. Aber hier vorne. Es ist keine Frage, es ist nur eine Äußerung. Einmal haben Sie geäußert, dass Sie sich beim Einkaufen erholen. Und da habe ich gedacht, endlich ein Mann, der sich da mal erholt beim Einkaufen und gerne einkauft. Das fand ich sehr sympathisch. Sie erholen sich beim Einkaufen. Das wollte Sie anmerken, dass das was Besonderes ist für einen Mann. Ja, macht mir einfach Spaß. Ich weiß, in frühen Jahren, wenn ich mal eine besonders schwere Woche in der Arbeit gehabt habe, dann bin ich zum Wochenende, habe ich mir 5 Pfund, und damals war 5 Pfund noch was wert, heute sind es, wie weiß ich, 50 Cent höchstens, aber habe ich mir 5 Pfund in die Tasche gesteckt und bin in die Stadt gegangen und habe sie ausgegeben. Für was hat keine Rolle gespielt, meistens sind es Bücher gewesen, aber das einfach Ausgeben des Geldes hat mir Befriedigung gegeben und auch meiner Seele einen gewissen Frieden. Gewissermaßen habe ich das vielleicht auch von meiner Mutter geerbt. Ich war mal mit ihr in späteren Jahren, war sie schon sehr behindert in der Bewegung. Und so bin ich mit ihr, gab es von der englischen TUI-Gesellschaft, Anfang Anfang November bis Ende März preiswerte 3 Tage Wochenende in europäischen Hauptstädten, aber auch in Nizza in Südfrankreich. Und so bin ich dann mit meiner Mutter Anfang November und Ende März, wir waren schon in Prag gewesen und waren schon sonst wo gewesen, sind wir immer nach Nizza gefahren. Und dann war die Routine so, wir sind Donnerstag Nachmittag losgeflogen und dann waren spät Nachmittag, früh am Abend da, Abend gegessen, früh ins Bett und Freitag früh ging es immer zum Friseur für meine Mutter und dann waren Freitag Nachmittag, hatten wir Zeit zu tun, was wir wollten und da hatte ich oberhalb von Nizza in den Bergen ein wunderschönes Café und Restaurant, das so am Bergrand gehangen hat und wunderbare Aussicht über die Bucht von Nizza war. Da haben wir unseren Nachmittagskaffee getrunken und dann waren noch ein paar Stunden, bis ich zum Freitagabendgottesdienst gehen wollte. Und da sind wir losgefahren und da kamen wir auch zu einer Kreuzung, habe ich meiner Mutter gesagt, also Mutter, wir müssen jetzt entscheiden, ich kann entweder rechts abfahren, da können wir uns das Haus von dem berühmten Maler Henri Matisse angucken, oder ich kann geradeaus weiter runter nach Nizza und in das Kaufhaus Galerie Lafayette. Wo wollen wir hin?
hat meine Mutter gesagt, naja, du weißt ja schon, wo ich hin möchte. Aber bitte, sag es nicht deinem Bruder. Soll ich das? Wir wissen alle, wo wir hingegangen sind. Gut, jetzt hier, jemand hat ja, im Film war eine Szene, wo drei Wecker aus dem Koffer gepackt wurden. Mich würde einfach mal interessieren, wozu brauchen Sie so viele Wecker? Ich darf das noch ein bisschen ergänzen. Es kommt in einer Szene vor, wo Sie Ihre Schlüssel zeigen. Und Sie sagen, Sie tragen immer drei Hausschlüssel mit sich rum. Drei Hausschlüssel. Und dann fiel mir auf, dass Sie auch drei Wecker mit sich rumtragen. Das war jetzt auch die Frage. Was ist der Grund dafür, dass Sie drei Wecker mit sich rumtragen? Weil ich einen sehr gesunden Schlaf, besonders morgens, habe. Und wenn nur ein Wecker geht, kann es mir vorkommen, dass ich weiter schlafe. Also brauche ich etwas mehr Geräusch, um mich aufzuwecken. Darum die drei Wecker. Ich kann mich ja auch natürlich, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in England ganz einfach, gibt man drei Ziffern am Telefon an und dann wird man durchs Telefon geweckt. Aber habe ich mir eines Tages meine Telefonrechnung angeguckt und war ungeheuer hoch. Warum? Weil ich zu viel Weckrufe gemacht habe. Also versuche ich jetzt, weniger Weckrufe zu machen, aber aufwachen muss ich eben früh. Ich habe eben zu tun und habe Termine und daher die drei Wecker. Billiger als dreimal vom Telefon angerufen zu werden. So, hier die nächste Wortmeldung. Ja, Herr Wolf, Sie sind ja jemand, den man sich in vielerlei Hinsicht zum Vorbild nehmen kann. Und meine Frage wäre, haben Sie jemals eine Person zum persönlichen Vorbild gehabt oder einen persönlichen Mentor, der Sie begleitet und geleitet hat, wo Sie gesagt haben, vielleicht möchte ich so werden? Gab es mal so jemanden? In gewissermaßen vielleicht mehrere, aber kein eins großes Vorbild. Also ich habe wohl Menschen gehabt, die ich sehr bewundert habe. Da war erstmal ein meiner Lehrer, ein Rabbiner, ein deutscher Rabbiner, der in England eben auch Flüchtling war und eine sehr schwere Zeit hat. Er war zu deutsch und konnte sich nicht gut anpassen an ein sehr anderes Judentum in England. Er hieß Moritz Freier. Er ist völlig vergessen heute. Seine Frau hat jüdische Geschichte geschrieben. Sie hieß Recher Freier und hat die Jugendalia gegründet. Das war eine Bewegung 1920er Jahren, die bis heute noch besteht, um junge Menschen damals nach Palästina, heute nach Israel zu bringen und ihnen dort eine Ausbildung zu geben. Das war, wie sie das angefangen hat, mit nichts und von nichts, eine ungeheure Errungenschaft. Und heute sind in Israel noch so und so viele Institutionen, die sie gegründet hat durch die Jugend-Aliyah. Also sie war eine Person, die ich leider persönlich nie gekannt habe. Ihre Kinder habe ich wohl gekannt, ihre Söhne wenigstens. Einer wurde Professor für Gynäkologie in Boston, Amerika. Der andere war der Hauptkinderarzt in Jerusalem. Sie, wie gesagt, hat ungeheure Errungenschaft, hat Geschichte gemacht. Und ihr Mann ist heute vergessen. Und das tut mir doch ein bisschen weh, denn er war hochintelligent, hochgebildet, hochbegabt, aber auch ein etwas schwieriger Mensch und ist heute vergessen. Wie gesagt, das tut mir auch etwas weh. Ich hatte noch einen anderen Chef, der kam aus der Slowakei, war in Auschwitz mit 14 Jahren, ist dann dort in Mauthausen dann befreit worden, hat überlebt. Sein Vater, mit dem er zusammen gefangen war, war, wie sie befreit wurden, schon zu krank und ist dann gestorben. Aber er hat ein neues Leben angefangen und der war dann der Chefrabbiner der größten Londoner Reformsynagoge und ich war sein Assistent mehrere Jahre. Und waren eigentlich möglicherweise die glücklichsten Arbeitsjahre oder ein glücklichsten Arbeitsjahre meines Lebens. Und die Verbindung zu ihm hat mir ungeheuer viel bedeutet und ich habe heute noch regelmäßigen Kontakt mit seiner Witwe.
Tillmann. Schön. Herr Wolf, Sie haben in diesem wunderbaren Film uns in Deutschland gedankt dafür, dass Jüdinnen und Juden sich hier sicher fühlen können. Ich will einfach nach diesem Film Ihnen danken. Hier hat es über Jahrzehnte kein jüdisches Leben gegeben und Sie haben in den letzten Jahren dem jüdischen Leben hier ein so warmherziges, liebevolles, humorvolles Gesicht gegeben, dass ja viele, viele Menschen Sie kennen und mit jüdischem Glauben und Judentum etwas Wunderbares verbinden. Und das ist Ihr Verdienst und dafür sage ich heute Abend einfach ganz herzlichen Dank. Diese Rede, diese Worte waren ja jetzt eigentlich schon ein wunderbarer Schlusspunkt, sodass ich mir meine Frage gar nicht mehr zu stellen traue. Wo haben Sie Hebräisch gelernt? Denn Hebräisch können Sie ja offensichtlich, aber Ivrit nicht. Wo haben Sie Hebräisch gelernt? Weil Sie Ivrit so. Ja nicht verstanden haben in Israel, aber Hebräisch können Sie. Haben Sie das in der Rabbinerausbildung? Ja, nein, also ich stammte aus orthodoxen Haus und ich habe Hebräisch lesen gelernt zur selben Zeit, wie ich Deutsch lesen gelernt habe, also mit 5 Jahren. Also lesen konnte ich dann immer und dann später habe ich ihm auch über Bibel und Gebetbuch Hebräisch, muss ich auch auf dem Seminar lernen und habe dann aber auch in der London Universität Examina darin gemacht. Und so war es. Das moderne Hebräisch sprechen, da habe ich keine Übung und macht mir auch manchmal Schwierigkeiten. Einmal, wo ich in Israel war, da war ich bei irgendwelchen Verwandten oder Bekannten und die Kekse, die ich dort bekommen, haben mir ungeheuer gut geschmeckt. Dachte ich, da nehme ich mir ein Paket mit zurück nach London. Und bin in den Supermarkt gegangen und habe das gekauft, kam zur Kasse hingelegt, wollte bezahlen und die Frau an der Kasse hat was zu mir gesagt, habe kein Wort verstanden. Hat wieder gesagt, wieder nicht verstanden. Dritte Mal nicht verstanden. Und die Schlange hinter mir wurde länger und länger und da kam plötzlich eine sehr ungeduldige englische Stimme, hat gesagt, sie will nur wissen, ob das alles ist, was sie kaufen wollen. Und wenn ich das auf dem Papier gesehen hätte, hätte ich sofort verstanden, aber im Gehör ist es eben nicht gegangen. Ja. Also biblische Hebräisch, wie gesagt, habe ich Universitätsexamina abgelegt hinter mir und auch gut bestanden. Also biblische Hebräisch glaube ich, dass ich sehr gut kenne, auch die nicht sehr leichte Grammatik und das rabbinische Hebräisch, das eine Entwicklung vom biblischen war, damit komme ich auch fertig. Mit dem heutigen Sprechen ist es, um es milde auszudrücken, etwas schwieriger. So, und vielleicht noch eine Frage, wenn noch eine Frage da ist. Ja, hier noch eine Wortmeldung. Herr Wolf, in dem Film gab es eine Szene, da sitzen Sie am Tisch und sagen, da hat ein Gutachten oder ein Bericht über Sie gelegen, der ganz bestimmt nicht für Sie bestimmt war. Und das hätte Sie nachdenklich gemacht. Vielleicht können Sie mal kurz erzählen, was Sie gedacht haben und vielleicht, ob Sie den Bericht gelesen haben. Na, ich bin mir nicht bewusst, dass ich jemals ein Schriftstück bekommen habe, wo der Vorstand über mich eine Meinung gibt. Also was für ein Schriftstück es auch war, das war nicht... Das stand eben nicht im Schriftstück. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, was ich da gesehen habe, müsste den Film nochmal sehen. Aber nein, aber so war es eben nicht. Aber es wurde mir eben dann mitgeteilt, dass der Vorstand entschieden hat, dass sie doch jemand anders haben wollen. Naja, und so war es. Ja, das bleibt bei mir noch und da habe ich noch gewisse Verpflichtungen und die übernehme ich sehr gerne noch. Und es bedeutet auch, dass ich regelmäßig noch herkomme und dass man mir auch viel Freude.
wir sind jetzt am Ende dieses kleinen Gesprächs. Ich will darauf aufmerksam machen, dass Manuela Koska, die auch mehrere Fotos gemacht hat und ein Bildband gemacht hat, heute Abend auch hier ist. Und draußen werden ihre Bücher auch verkauft. Also nutzen Sie die Gelegenheit, da auch nochmal ins Gespräch zu kommen. Ich möchte mich bei Ihnen, Herr Rabiner, ganz herzlich bedanken, dass Sie heute Abend hier waren bei uns. Das hat mich sehr gefreut. Ein toller Film, der mir Mut macht, alt zu werden und ich glaube vielen anderen Menschen auch. Ganz herzlichen Dank auch an Sie und vielen Dank bitte auch an Ihre Frau ausrichten. Es ist ein großartiger Film, der uns richtig viel Freude gemacht hat. Dankeschön. Und wir schicken bitte auch alle guten Wünsche, dass wir eine sehr schnelle, dass sie sehr schnell wieder gesund wird. So, und auch der Landesrabbiner kann noch Bücher signieren. Das würden Sie auch noch machen. Also von daher nutzen Sie die Gelegenheit. Ein allerletzten Punkt, und da glaube ich, sind jetzt alle Rostockerinnen und Rostocker angesprochen, die hier im Raum sind. Ich habe nämlich bei der Vorbereitung mitbekommen, dass Sie Ehrenbürger von Schwerin sind, aber noch nicht von Rostock. Und ich glaube, das sollten wir bis zu seinem 90. Geburtstag, das ist im nächsten Jahr, dringend ändern. Und ich hoffe, Sie nehmen sie dann noch an. Da, ich glaube, werden sich hier einige Leute für einsetzen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Dazu kann ich mich nicht in aller Bescheidenheit äußern.